Es war mein Geburtstag und wir waren alle gut drauf. Wir haben gegessen und getrunken und auf einmal zieht er sich ein Geschenk raus und ich konnte es gar nicht fassen. Nein, er hat sich wirklich was einfallen lassen. Ich nehme es in die Hände, es war unverpackt. Ich halte es zwischen die Finger. Du, es war praktisch nackt. Ich schieb's ab, ich schieb's auf, ich schieb's um mich. Ein Radiergummi. Nein, ich war so baff, na du, ich hätte mir das nicht gedacht, dass mir jeder mal ein Radiergummi schenkt. Dass mir jeder mal ein Radiergummi schenkt. Ja, das ist was Originelles, weil wenn man bedenkt, wann kriegst du schon einmal ein Radiergummi geschenkt? Ein Beutel, das musst du aufhängen, ein Buch, das musst du lesen und den radierst du zusammen, es war nichts gewesen. Du brauchst nicht wegsperren, nicht füttern und hegen. Du brauchst nicht putzen und waschen und pflegen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, er hat nicht viel Kost und er vertragt außerdem einen leichten Frost. Dankeschön, so genommen, du, ich hätte mir das nicht gedacht, dass mir eher einmal ein Radiergummi schenkt. Dass mir eher einmal ein Radiergummi schenkt. Ob ich auf Jummi radier, Radiergummi, Gummi radier, jetzt gehörst du mir hier, hier, hier. Ein Radiergummi, der von Herzen kommt. Das ist ein Geschenk, das einfach stimmt. Gell? Sowas kann man nicht erklären. Gell? Sowas muss man einfach spüren. Einfach radieren und radieren und radieren. Meditieren. Wir machen jetzt miteinander zum Schluss die gemeinsame Lach- und Schieß-Radiergummi-Meditation. Lach und schieß Radiergummi Meditation. Ich nehme halt auf deswegen. Und zwar, wir nehmen einmal alle unseren Radiergummi in die Hand. Und radieren einmal alle unsere schlechten Gefühle und unsere schmutzigen Gedanken weg. Die schmutzigen Gedanken, da darfst du schon ganz schön radieren da drunter, meine ich, ha? Das gibt dann lauter so Tricker, die schwarze Wurzeln. Und die fallen am Boden ab. Und dann kehren wir es zusammen und tragen es bei Vollmond hinaus. Und schmeißen es in die Mülltonne. Und dann singen wir ganz erleichtert und ganz befreit. Ah, 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 alle. Muss ja nicht schießen, bloß erleichtert. Also ein Gummi ist gut, ein Gummi ist nicht blöd, weil es einfach oft ohne Gummi nicht geht. Und jetzt singen wir nochmal ganz erleichtert und ganz befreit. Dankeschön.